Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ihr seht es schon, ja richtig, eine Tierliste von den Gebäuden im Tiermaker, erstellt von Jeff Vilnius. Richtig cool, dass er das gemacht hat. Ich habe im Internet geschaut, ob es so eine Gebäudetierliste gibt. Gab es eine, die fand ich jetzt nicht gut, auch von Jeff Vilnius, da war eine sehr merkwürdige Entscheidung mit dabei. Gab es für mich keine Begründung, das so und so zu machen. Deswegen bereine ich das hier nochmal und ich mag Tierlisten und warum nicht die letzten 11 Monate her. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Genau. Also ich habe hier die 6 Tiers. Wolf, Saladin, Richard, Schwein, Schlange und Ratte. Das sind die verschiedenen Stärke gerade. Genau, ihr könnt sehr gerne eure Tierliste in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Würde auch gerne Like und Abo da lassen, darauf würde ich mich auch sehr freuen. Unterstütze mich damit natürlich sehr. Aber wie werte ich jetzt diese Tierliste? Meine Bewertungen sind auf 3 Faktoren basierend. Ähnlich auch wie die letzten Tierlisten waren, fange ich immer an mit der Häufigkeit. Das heißt, wie häufig wird ein Gebäude gebaut? Ist es essentiell? Das ist die zweite Sache. Wie zum Beispiel vielleicht ein Kornspeicher oder so, der wird ja eigentlich immer gebaut, deswegen essentiell. Und das dritte ist dann halt, welchen Impact es auf dem Game hat, welche Funktion es auf dem Spiel hat, also wie stark sich das Spiel dadurch verändert. Und deswegen würde ich sagen, ich fange jetzt einfach mal an und starte jetzt mit dem stärksten Gebäude des Spiels. Das ist ja relativ einfach, natürlich der Marktplatz. Wir haben hier UCP-Änderung mit drinne, das heißt Vanille mit UCP-Änderung, nimmt sich aber nicht viel. Kann sowohl für Vanille als auch sowohl reines Vanille sein, als auch mit UCP. Marktplatz hier kostenlos, also nochmal gebufft. Es ist das Gebäude, um alles zu enablen. Du kaufst damit alles, du verkaufst damit alles, du bereinigst damit dein Vorratslager, damit es wieder leer wird. Es ist alles, es ist dein Motor. Es ist dein Motor des Spiels. Ohne das Gebäude bist du halt gefühlt gar nichts. Und deswegen ist natürlich das Gebäude absolutes Top-Tier. Nichts kommt daran. Ich werde noch die einzelnen Tier so eine Reihenfolge geben, so eine Liste, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, welche Gebäude sind stärker als die anderen. Also sozusagen von links sind dann die starken bis rechts. Und das ist natürlich ein absoluter No-Brainer-Marktplatz. Ja, das zweite hatte ich, ja, kommt Kornspeicher. Ich hätte euch gar nicht schon erwähnt gehabt. Ja, Kornspeicher. Eins, ja, brauchst du halt immer. Es ist halt so essentiell, wenn du das nicht hast, hast du minus 8 Angstfaktor. Damit wollen wir nicht arbeiten. Deswegen absolut Tier, Wolf, Top-Tier. Nichts kommt daran. Gar nichts. Und ja, ich denke mal, das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Fangen wir jetzt erstmal mit den Religionsgebäuden an. Der Pechbottich, da komme ich später noch zu. Da müssen wir damit arbeiten. Für die Religionsgebäude kann man ganz gut reinstarten. Kapelle. Der kostet 250 Gold. Ist kein gutes Gebäude, weil Religion einfach Müll ist in Stronghold. Ratet hier. Ist nicht gut. Wer verwendet Kapelle? Außer vielleicht KIs. Und je größer halt deine Bevölkerung ist, je schlechter ist es halt. Religion ist einfach Kacke. Bis auf die konstanten Gebäude ist es natürlich besser. Das heißt Kirche und Kathedrale, dazu kommen wir gleich. Du kannst jetzt 250 Gold für so viel besseres Zeug ausgeben. Und so viel bessere Gebäude, das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen. Also, ratet hier. Kirche. Kirche hat den großen Vorteil, dass du plus 1 bekommst. Und ich habe überlegt, sie auf Schlangen zu packen. Aber dafür ist es eigentlich zu schwach. Ich würde es in Schweinen packen. Situatives Gebäude kann man gut mitarbeiten. Und bringt halt immer plus 1. Und plus 1 ist halt ganz nice, um ein bisschen Konstanz zu haben. Weil das ist halt immer, egal ob du Nahrung hast oder nicht, ist es immer da. Egal ob du, keine Ahnung, angegriffen wirst oder nicht, es bleibt. Und wenn du jetzt noch mit der Nahrung irgendwie plus 1 wieder generierst, mit 2 Nahrungsproduktionen, das kann man ja relativ einfach machen, mit Brot und Äpfel zum Beispiel, oder mit Jägereien und Äpfeln, je nachdem, oder Käsereien, was auch immer, was euch beliebt, dann habt ihr schon direkt plus 2 und dann könnt ihr direkt Steuern auf minus 2 setzen und kriegt direkt Kohle rein. Also das ist schon ganz nice. Aber natürlich bei weitem nicht so stark wie die Kathedrale, denn die Kathedrale ist ganz klar noch ein Tier höher, nämlich Richard-Tier, kostet 1000 Gold, das ist hohes Investment für ein Gebäude. Ich würde sagen, es ist das teuerste Gebäude im Spiel. 1000 Gold ist viel. Aber du hast plus 2, was erstmal, es wäre gut genug, sie sogar in
Richard reinzupacken. Aber, jetzt kommt das große Aber. Du hast noch die Mönche und die Mönche sind einfach absolut geisteskrank cool. Die machen super viel Spaß zu spielen, kosten 10 Gold und sind die stärkste Melee-Einheit im Spiel. Warum ist es nicht Saladin-Tier? Saladin ist für mich etwas, was eigentlich zu stark ist. Oder so essentiell ist, dass du es eigentlich immer brauchst. Aber nicht auf dem Niveau wie Wolf. Dazu komme ich aber später noch. Genau. Weil du wirst nicht die Kathedrale immer bauen. Die Häufigkeit fehlt da einfach. Also wäre es ein Art-Tier, dann wäre es eigentlich so, Kathedrale kannst du immer bauen. Tust du aber nicht. Sie ist gut, aber du brauchst einen Plan für. Die ist nicht immer notwendig. Deswegen Richard-Tier. Kommen wir zum nächsten Gebäude. Hier haben wir eine Eisenmine. Eine Eisenmine ist interessant. Brauchst du für die ganzen Waffenproduktion, für die Metallwaffenproduktion und für den Pechbottich. Den hier. Und deswegen packe ich sie einfach mal ins B-Tier. Eisen ist schon ziemlich gut. Denn Eisen hat den großen Vorteil, es kann eigentlich überall gebaut werden. Es gibt immer ein bisschen Eisenvorkommen, gibt seltene Map, wo es kein Eisen gibt. Nur Stein gibt es noch häufiger. Und der Nachteil bei Eisen ist halt nicht gut zu verkaufen. Und da ist halt Stein natürlich besser und da kommen wir auch gleich noch zu. Eisen brauchst du halt auch nicht immer. Guckt euch mal einen Philipp an, der hat 3 Eisenminen und keinen Steinbruch. Brickt sich komplett zu Tode. Der kann halt nicht spielen. Weil halt das Stein fehlt und Stein ist so gut zu verkaufen. Eisen kannst du auch verkaufen. Eisen kannst du auch mit Waffenproduktion umwandeln. Ist aber alles etwas schwieriger. Dennoch, Eisen verbraucht weniger Bevölkerung. Du hast auch 20 Holz wie ein Steinbruch. Da gibt es alles für und wieder. Aber Bevölkerung ist eigentlich kostenlos. Deswegen gibt es eigentlich keine große Argumentation als wie in Age of Empires. Da kostet ja jeder Dorf. Deswegen, weil wir jetzt gerade in den Wirtsgebäuden drin sind, denke ich mal, schließen wir das damit auch ab. Kommen wir natürlich zum Steinbruch, ja. Und natürlich die Ochsen, die auch dazu, beziehungsweise beide gehören ja zusammen. Ganz klar, Saladin-Tier. Ich glaube, es gibt kein Spiel, weder im Multiplayer noch im Singleplayer, wo du keinen Steinbruch baust. Gibt es einfach nicht, weil Steinbruch einfach geil ist. Du verkaufst den Stein, es ist super gut zum Verkaufen. Es produziert relativ schnell, wenn du zwischen 3 Ochsenjochen hast. Und es ist ein nice Gebäude. Es hat so eine gewisse Feuerfestigkeit, das heißt, wenn das angezündet wird, ist aber Eisenminen aus und dann stirbt es nicht sofort wie bei den Farmen. Das ist schon alles wirklich sehr, sehr stark und Steinbrüche sind schon echt nice. Deswegen sah den Tier vollkommen gerechtfertigt. Ja, kommen wir zu Häusern. Ja, Häuser ist halt so ein Thema. Wolftier. Ohne Häuser funktioniert das Spiel nicht. Da oben sind 3 Sachen, ohne die funktioniert das Spiel nicht. Stellt euch vor, ihr spielt ohne Häuser, ohne Vorratslager, nicht ohne Vorratslager, Vorratslager kommt auch noch gleich dazu. Was ist es hier? Ohne Granary, deutsches Wort, Mann. Kornspeicher und Marktplatz. Also das ist schon echt krass. Und Häuser, damit generierst du Bauern. Das heißt, mit Bauern generierst du Geld durch Steuern. Mit Bauern kannst du Ressourcen abbauen und so weiter und so fort. Es ist halt so wichtig. Und es kostet fast 6 Holz und Haus. Es ist halt gar nichts. Deswegen Holz, Haus, absolut Wolftier, da kommt. Es ist halt absolut wichtig fürs Spiel. Und ich habe es gerade schon erwähnt, da komme ich es auch reinpacken, nämlich Vorratslager. Ja, ohne Vorratslager funktioniert das Spiel nicht. Ja. Wie gesagt, es ist halt genau das gleiche wie mit. Brauche ich viel zu sagen. Oh, das funktioniert das Spiel nicht. Punkt. Das ist essentiell. Easy. Gehen wir zurück zu den Wirtschaftsgebäuden. Habe ich jetzt nächstes den Pech. Pech ist einfach nicht geil. 20 Holz. Schlangetier, es ist situativ. Du kannst es kaufen. Ist relativ günstig. Es gibt nicht mal überall Pech auf jeder Map. Auch das ist natürlich ein Problem. Na klar, ach, die Map-Bauer hat schon immer mehr da drauf. Aber es gibt da bei Vanilla-Maps nicht überall Pech. Also auch das ist ein Problem. Also wenn, dann kaufst du es. Und für eine KI ist es so, wenn du eine KI baust, kannst du es sogar so machen, dass die KI mit einem Pech, also einem einzigen Pech, die gesamten Pech-Sachen komplett zubaut. Das ist schon ziemlich mächtig. Ja, und es fehlt natürlich noch ein wichtiges Gebäude. Ein Holzfäller. Keine Diskussion. Holz ist der Motor des Spiels. Ohne Holz funktioniert das Spiel nicht. Du brauchst Holzfäller. Und das ist das elementarste Gebäude, weil durch Holzfäller kriegst du Holz und durch Holz kannst du alles andere nehmen.
Deswegen, Wolftier, keine Diskussion. Absolut. Essentiell, also so wichtig. Sagt, gibt's nichts zu argumentieren. Ja, und wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen Wirtschaftsgebäuden sind, kann ich, denke ich, auch direkt weitermachen mit den Nahrungsgebäuden. Wir haben hier so einen Jägereien. Jäger. Schwein. Warum? Man könnte argumentieren, dass es Richard oder Schlange ist. Und dem würde ich, also Schlange würde ich nicht argumentieren, dafür ist Jägereien zu gut, zu effizient und zu günstig. Bei Richard ist das Thema, es gibt nicht überall Reh. Und es ist halt eine Nahrungsquelle, die endlich ist. Alle anderen sind unendlich. Du kannst unendlich von einer Apfelfarm pflücken. Bis ins 21., 22. Jahrhundert hinein. Das spielt ja keine Rolle. Du kannst trotzdem weiteren Äpfel pflücken. Das geht bei den Jägereien nicht. Dafür sind Jägereien sehr, sehr gut im Early Game. Besonders bei der Rebalance. Mod Kaito waren die sehr, sehr stark. Aber da würde ich sie so höher packen, wenn man diese Rebalance nimmt. In Vanilla. Vanilla ist es einfach optional Schweintier. Das ist schon okay, aber mehr auch nicht. Was haben wir hier? Eine Getreidefarm. Ja, spare ich mir noch auf. Ich fange jetzt erstmal mit der stärksten Farm an. Das ist nämlich die Apfelfarm. Die kommt auch ganz klar in Saladin rein. Apfelfarmen sind OP. Guckt euch die Made an. Guckt euch Seasoning an. Absolut broken. Für die Leute, die Seasoning nicht kennen, relativ einfach. Seasoning ist, eine Apfelfarm hat 4 verschiedene Seasons. Und du baust die Farm so, dass du jede Season abdecken kannst. Warum? Weil, wenn der eine Bauer, Apfelbauer, bei seiner Farm keine Äpfel bekommt, geht er zur nächsten Farm. Richtig gehört. Dann hast du eine perfekt effiziente Produktion. Das ist krass. Und Apfelfarm, wo brauchst du weniger Bauern, du kriegst mehr Nahrung raus, im Vergleich zum Brot. Das ist heftig, du brauchst kaum Holz, die kosten nur 5 Holz. Eine sehr starke Farm, wurde so ein Uzpi nochmal gefixt, weil da irgendwie eine Line zu viel war. Das sieht man auch grafisch, sieht das auch nicht ganz passend aus. Da wurde die Box zum Hinsetzen etwas verkleinert. Einfach ein Bug, der war einfach seit Ewigkeiten drin und sehr lästig. Käsereien. Ja, Käsereien ist so ein Thema an sich. Käsereien finde ich schwierig. Ist kein gutes Gebäude. Warum schwierig? Du brauchst Zeit für die Produktion von Armbrüsten. Aber Lederharnische sind günstig. Kannst du entspannt kaufen. Du brauchst keine Käsereien. Und Käsereien gehen im Vergleich zu Apfelfarmen komplett unter. Das willst du halt nicht vergleichen. Apfelfarmen sind in allen Gesichtspunkten besser. Günstiger, schneller und du kannst Seasoning noch einsetzen. Was gibt es dazu mehr zu argumentieren? Hopfen. Ja, spare ich mir jetzt erstmal noch auf. Ich mache jetzt erstmal hier die Getreidegeschichte. Getreidefarm ist halt auch stark, ja, aber nicht notwendig. Ich pack's einfach mal ins Schweintier. Das heißt, Leute, okay, warum packst du es ins Schweintier? Naja, Brot und Mühle sind höher. Kann ich auch direkt dazu packen. Ich glaube, das ist eine Produktion. Brot kommt hier hin, Mühle kommt hier hin, einen höher. Warum? Ihr könnt Getreide kaufen. Mit negativem Angstfaktor kannst du noch mehr Getreide kaufen. Du bist nicht angewiesen auf die Farm. Es ist mit die stärkste Farm, die es gibt, wenn du ganz wenig Farmland hast. Die braucht aber irre lange, bevor sie startet. Die ist unfassbar raid-anfällig und kostet 15 Holz. Dafür kannst du auch 5 Apfelfarmen stellen. Der Vergleich ist halt einfach lächerlich. Und du kannst halt auch das Getreide so kaufen. Das muss man alles so ein bisschen bedenken. Ich denke, das ist so, denke ich, okay. Ja, und Hopfenfarm kommt ein Schlangetier, weil Bier zu günstig ist. Du brauchst Bier kaufen. Du musst kein Hopfen produzieren. Viele nehmen das auch raus. Sowohl ich als Spieler würde einfach Bier direkt kaufen oder Hopfen,
würde eigentlich keine Hopfen verwenden. Sie ist einfach nicht sinnvoll, weil sie dafür zu lange braucht, zu teuer ist. Und das Tempo einfach nicht vorhanden ist. Deswegen kommt natürlich auch im selben Tier auch der Brauer. Ist klar, weil du kaufst eigentlich das Bier selbst, sonst nichts. Und natürlich die Schenke, weil wir gerade bei der Produktion sind, kommt natürlich ganz klar ins A-Tier. Also Saladin-Tier. Absolut broken. Plus 8. Bruder, ist das heftig. Brauchst aber keine Nahrung haben und Bier kickt dich komplett nach vorne. Bier ist brutal. Kostet zwar ein bisschen was, das Gebäude ist, aber auch nicht so übertrieben teuer. Wenn es einmal steht, ist es No-Brainer. Es ist halt eins der besten Gebäude in Stronghold. Soll ich euch zu erzählen? Das ist krass. Absolut krass. Aber halt nicht so essentiell wie die Gebäude darüber. Das ist einfach so. Okay, also wir denke ich damit jetzt erstmal durch. Und jetzt nehmen wir uns mal einfach mal die Ausbildungslager vor. Da habe ich hier zwei Stück stehen. Ja. Können beide hier oben rein. Warum kommen die nicht ins Wolf-Tier, sondern Saladin? Das liegt ganz simpel daran, sie sind nicht komplett essentiell. Nicht gegen die anderen Dinge. Du kannst mit einem Außenposten ins Spiel reingehen. Bist aber nicht gezwungen. Du kannst auch mit einem Söldnerposten ins Spiel reingehen, ohne Außenposten. Das ist entscheidend. Natürlich ist der europäische Außenposten besser, deswegen steht auch ganz vorne, deswegen er geht schon leicht ins Wolftier. Dennoch sind die anderen Gebäude einfach so unfassbar wichtig und so unfassbar stark, weshalb ein Saladin-Tier, denke ich, vollkommen gerechtfertigt ist. Das gleiche beim Söldnerposten, der ist halt enabled berittene Bogenschützen, enabled Assassinen, enabled generell Truppen. Auch super strong, deswegen direkt dahinter. Nimmt sich beide nicht viel. A-Tier ist da, denke ich, Saladin-Tier ist da, denke ich, vollkommen okay. Gut, jetzt haben wir noch ein paar andere Gebäude. Baumeister. Habe ich lange überlegt zwischen Saladin und Richard. Ich habe mich im Endeffekt für Richard entschieden, denn es ist so, wenn ihr spielt und überlegt euch mal folgendes Szenario. Entweder ihr spielt mit Außenposten oder Söldnerposten oder beiden zusammen und dafür dann keine Baumeistergilde oder ihr spielt nur mit einer Baumeistergilde und ohne zwei Außenposten. Ich glaube, fällt euch selber auf, nur eine Baumeistergilde zu haben, ist halt reicht nicht aus. Es ist Support. Es ist nicht essentiell. Es ist ein Support, sehr starker Support. Wirklich. Das ist wirklich krass. Eine Baumeistergilde ist ein sehr mächtiges Gebäude und ich würde es sogar sehr gerne hier vorne stellen. Bei Finn Eisenmine noch ein Stück wichtiger. Man könnte auch so argumentieren, aber ich finde, das ist schon okay. Eisenmine kann man auch gut setzen, auch ohne Gebäude. Da nimmt es beides halt nicht viel. Kathedrale natürlich nicht wegen dem +2-Bonus, da würde ich halt doch lieber die Kathedrale am vorne setzen. Ja, sagt deswegen Baumeistergilde Richard hier stark, aber nicht komplett essentiell. Deswegen nicht Saladin. Ja, Tunnelgräber. Soll ich was dazu sagen? Rattetier, absolut schlecht. Warum haben die ein eigenes Gebäude? Warum haben sie nicht in die Baumeistergilde integriert? Dann wäre die Zimmer geiler. Kein Mensch baut einen Tunnelbauer. Kein Mensch. Ich glaube, die kostet sogar genauso viel wie die Baumeistergilde. Ich glaube, 100 Gold und 10 Holz. Wild. Kann sein, dass ich mich jetzt vertue, aber ungefähr so wird es schon stimmen. Weiß nicht. Tunnelgilde? Ne. Nutze ich so gut wie gar nicht. Weder im Spiel noch in der KI. Ich finde, KI ist halt witzig, aber es gibt halt bessere Alternativen. Deswegen gibt es keinen Grund, dass eigentlich... Oder keinen Grund zu sagen, oh, das ist ein starkes Ding. Ne. Leitrien werden ja auch hier ausgebildet. Also kein Argument dazu. Kommen wir zu den Waffengebäuden. Ja, da gibt es, denke ich, für mich eine sehr einfache Geschichte. Der Bogenmacher kommt natürlich ins Saladin-Tier. Dann kommt natürlich auch die Waffenkammer dazu, weil warum soll ich das Ding haben, wenn ich keine Waffenkammer habe? Macht dann keinen Sinn, muss dazu passen. Wir haben die Schmiede, das ist Schwein. Wir haben Piken und Rüstung, das kommt Richard. Und Gerbereien kommt ins, mal hier vorne hin, damit es auch passt zu der Käsefarm und Schlange. Ja, relativ schnell gemacht. Ich glaube, das hier brauche ich nicht zu erwähnen. Mit Flipping ist das Ding absolut OP, besonders mit negativem Angstfaktor. Das bricht, ist halt komplett broken.
Was ist Flipping? Flipping ist, du kaufst eine Ressource ein, zum Beispiel Holz, produzierst etwas, wie jetzt eine Armbrust, verkaufst diese und kaufst damit neues Holz ein und du hast Gewinn gemacht. Das heißt, einen unendlichen Gewinn auf lange Sicht. Bei Native Angstfolge ist es nochmal krasser, weil ihr dann zwei Waffen bekommt. Und das ist dann schon echt sehr pornös, muss ich sagen. Das ist schon echt, boah, brutal. Deswegen hier Bogenmacher A-Tier. Saladin-Tier. Das ist schon wirklich strong. Ja, dann kommt natürlich direkt der unter. Lanzenmacher ist etwas schlechter als Bogenmacher. Weil Lanzen sind halt ja, nicht ganz so teuer im Verkauf. Sind trotzdem gut zum Produzieren, also wirklich trotzdem gut. Bei Schilden ist es halt so, Schilde sind halt günstiger als Schmieden und sind schneller zu produzieren. Punkt, Ende aus. Und natürlich Lanzen und Schilde sind sehr geil für Piken. Piken ist halt eine sehr starke Einheit. Hat die meisten Leben. Es ist sehr gut tanky gegen Ambusschützen. Das brauchst du halt oft. Ich denke, das ist dann soweit durch. Das zu den Waffengebäuden. Ja, Schmiede, klar. Zu teuer. Sonst gutes Gebäude natürlich, aber Schwertkämpfer, besonders, ja, Schwertkämpfer sind halt gut, brauchen aber zu lange und Kolbis sind halt auch super strong, aber naja, gegen Feuer gehen die halt komplett unter, also die Dinger sind halt nicht ganz so OP wie jetzt in der Rebalance, die sind gut, aber ja, das Gebäude ist einfach zu teuer, es ist einfach kein gutes Gebäude, tut mir leid. Oh, ich habe Stelle vergessen, packen wir mal rein, die packe ich auch Schweintier rein. Stelle sind gut. Also ganz vorne packen sogar. Stelle sind gut. Ritter sind starke Einheiten. Musst fürs Investment ausgeben. Ist aber auch ein optionales Ding. Aber wenn die stehen, können die echt geil kommen. Sowohl für eine KI als für den Spieler. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Random-Gebäude. Fangen jetzt mal mit der Apotheke. Apotheke natürlich krass gebufft. Hat nämlich die meiste Profiteur gekriegt. Normalerweise wäre es ein Vanilla hier. Eine Ratte. Durch den UCP ist es ganz klar ein Schweintier gekommen. Es halt halt drum. Halt ist halt geil. Ist halt einfach cool. Trotzdem nicht höher, weil optional. Ihr seht doch, Brot allein das schon viel wichtiger. Und auch die Waffen-Eco viel wichtiger. Ich würde mir echt überlegen, eine Apotheke zu bauen. Wenn ich in der Front bin, baue ich schon ganz gern eine. Auch für den Lord. Oder für die Truppen. Oder für beides. Dennoch, naja. Reicht es für mich nicht aus, um höher zu gehen. Denn es ist halt optional, brauchst du nicht. Ja, Brunnen. Brunnen ist Richard-Tier und Wassertrog ist Schweintier. Warum? Die kurze Antwort ist, Brunnen macht genau das gleiche wie der Wassertrog, kostet aber weniger und verbraucht weniger Platz. Das ist die Kurzanfassung. Das Ding ist nämlich, der Wassertrog hat ja drei Leute und die drei Leute splitten sich nicht. Das heißt, die drei Leute gehen alle auf dieselbe Flamme und wenn der erste löscht, ist sie halt gelöscht. Und die anderen zwei gehen halt auch drauf. Nicht gut. Beim Brunnen ist es genau das gleiche, es hat ein einziger. Der geht dann auch auf Gebäude drauf. Und ja, ist denke ich klar, also für mich, Brunnen würde ich halt immer bauen. Und so jede KI, jeder KI-Mauer baut Brunnen. Das ist wirklich ein starkes Gebäude. Wirklich gut. Und damit kann man halt sehr gut anfangen. Ich glaube, ich habe fast vergessen, zu den Bäckereien zu sagen. Das kann ich eben nachholen. Bäckereien ist halt mit die stärkste Produktion, besonders mit negativer Angstfaktor. Getreide kaufen, gut ist. Ja, denkt mal. Kann auch sein, das, was ich dazu gesagt habe. Bin mir gar nicht sicher. So viele Sachen hier. Wild. Okay, kommen wir zum Pechkessel. Ratetier. Nicht gut. Braucht man eigentlich nicht. Kostet 10 Eisen. Super teuer. Und einfach nicht stark. Tut mir leid. Nicht gut. Pechbaumeister sind auch nicht krass. Klar, für eine KI würde ich sie vielleicht ein höher ranken. Wegen Pechbaumeister. Aber du wirst halt eigentlich immer mit Pech gehen. Wenn du die Option hast, würde ich hier mitgehen. Ist einfach konstanter und besser. Und wegen Feuergasse halt. Zu teuer und auch nicht sinnvoll. Braucht man wirklich. Also Pech. Also ich baue eigentlich nie einen Pechkessel. Wann baue ich einen Pechkessel? Viel zu viel Micromanagement. Viel zu viel Arbeit. Bild. Ja. Kommen wir jetzt zu den Spielmechaniken und ich fange mit der schlechtesten an. Das ist natürlich der Dog Cage. Kostet 100 Gold und 10 Holz. Come on. Das kostet genauso viel wie eine Bauarbeiter. Dafür macht es halt einfach zu wenig. Denn das Ding ist einfach,
Wozu, warum soll ich das Ding verwenden? Für was denn? Für eine Verteidigung? Vielleicht für den ersten Angriff. Aber bei 2000 Startgold habe ich eigentlich genügend Angreifer da, um auch über den Dog Cage rüberzugehen. Und als Verteidiger produziere ich sehr viele. Kurz hier packen. Bisschen wichtiger als Pechbaum. Er gesagt, aber kann auch argumentieren. So, ich glaube, das nimmt sich beides nicht viel. Dog Cage hat, also die Hundekäfig hat den Vorteil, dass er immer wieder respawnt. Automatisch. Das ist natürlich schon ganz cool. Ja, dann haben wir hier Feuer. Keine Diskussion, oder? Saladin-Tier. Super stark. Nicht, auch broken, natürlich. Aber nicht komplett essentiell. Du kannst ohne Feuer spielen. Deswegen nicht hier oben in Wolf-Tier. Und der kommt halt hier zu, der ist kostenfrei. Ist ein nettes Gimmick. Kann man auch hier oben hinpacken, aber ich finde, der sollte da angepackt werden, wo auch... Pech ist, das passt dann schon ganz gut. Ist hier auch bei den beiden, ne? Passt ja auch ganz gut zusammen. Genau. Ja, Mördergruben. Mördergruben sind eigentlich ganz nett. Aber zu teuer an Holz. Denn sie killen nur eine einzelne Einheit. Das ist zu wenig. Da vergleichen wir hier mit. Das ist zu wenig. Da muss mehr Power hinterkommen. Das reicht nicht. Und zu viel holzintensiv. So was auf sehr low Holzmaps würdest du das nie bauen. Deswegen eher situativ. Deswegen geht so. Ja, das ist jetzt nämlich Mode, also Wassergraben. Gibt hier kein Mode, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal als Wassergraben. Ich denke, das ist auch okay. Kommt auch ganz klar ein Saladin-Tier rein. Ihr wisst alle, Wasser ist okay. Wasser ist super strong. Buddeln ist super. Je dicker dein Wassergraben ist, je schwieriger es ist, da wo ranzukommen für eine KI. Das kann schon echt ziemlich krass unfair werden. Genau. Ja, und wo wir gerade bei den Spielmechaniken sind, da nehme ich auch den Angstfaktor mit dazu. Wir haben negativen Angstfaktor. Kommt für mich ins Schweintier oder vielleicht ins Richertier. Boah, das Ding ist halt, es kostet halt beides so viel Geld. Ich würde sagen, das ist das höchste Schweintier. Kann ich mitleben. Ist schon wirklich gut. Negativer Angstfaktor ist krass, denn... Die Wirtschaftspower. Kombiniert mal Wirtschaft, meine ich, Brot mit negativem Angstfaktor. OP. Kombiniert Armrüstung mit negativem Angstfaktor. Absolut, Bro. Auch Bier hilft extrem gut. Also auch Stein. Das ist halt so krass, weil einfach deine Abgabe um 50% erhöht wird. Wirklich stark. Und deswegen ist Angstfaktor halt auch so krass, besonders bei minus 5. Aber du hast natürlich eine Schwäche und du musst es erstmal dahin bauen. Es kostet ja unfassbar viel Geld. Man kann auch neutral spielen, das ist auch gut. Deswegen passt es, denke ich, ganz gut. Ja, positiver Angstfaktor kommt dann halt ein Tier runter hin. Schlange nicht gut. Leider zu lange Pausen. Okay, wenn du mit Brot spielst, kann man das auch hier argumentieren. Auch da würdest du eher die Negativen nehmen für Brot, deswegen auch nicht. Der Vorteil ist halt bei Brot, die Bäcker machen nicht Pause und die Mühlen nur ganz, ganz selten. Deswegen schon ganz gut. Bei Plus 5 natürlich auch super stark verteidigungsmäßig, aber verteidigungstechnisch haben wir eh krasse Sachen mit Feuer, mit Mode, sogar hier mit noch am Start. Also wir haben noch krasse Sachen am Start. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht das noch extra dazu, ist nicht notwendig. Ja, jetzt kommen wir zu den Mauerstücken. Wir haben hier Mauern an sich. Das ist ganz klar B-Tier, weil Mauern sind flexibel, kannst du überall bauen, kannst was schützen. Wird auch im Multiplayer ganz gern verwendet. Das ist schon ganz gut. Dann haben wir das große Tor. Das kommt hier hin, weil es halt die gleiche Funktion hat wie das kleine Tor, was übrigens hier hinkommt. Aber halt zu teuer ist. 20 Stein zu 10 Stein. Ich baue lieber die kleinen Torhäuser bei KIs fast nur. Und das große baue ich halt fast gar nicht. Man kann argumentieren, das große ist ein Stück besser wegen... der Leben, und das würde ich irgendwo auch gelten lassen, dennoch, das Kleine bist du einfach flexibler. Du kannst einfach so viel mehr bauen. Du kannst einfach hier von 1 bauen, wenn du hier 2 mitbaust. Und wirtschaftliche Wege ist halt der Key. Das ist halt leider so. Dann haben wir noch diese ganz hohen Türme, kommen für mich auch ins Richard-Tier rein. Einfach, weil super defensiv gut ist. Guckt euch den Kalifen an. Super weit, glaube ich, mit der höchsten Reichweite von allen Türmen, müsste es sein. Und ja, schwierig da anzukommen. Also deutlich höhere Defensivstats als auf allen anderen Steinen geworden. Ja, der kleine Außenturm.
Wenn du das hast, warum soll ich das bauen? Mal ernsthaft, warum existiert das? Es sieht cool aus, aber das ist so viel besser. Und es kostet genauso viel. Ah, und da können auch nicht mehr Truppen drauf als hier. Das ist kein Argument. Das ist halt kein gutes Gebäude, leider in Verteidigung. Genau wie das Verteidigungsgebäude ist auch nicht gut. Kostet 15 Stein, aber du kannst kein Belagerungsgerät oben drauf packen. Deswegen geben halt alle immer auf die beiden hier. Mit diesen Sachen. Das wird so gut wie gar nicht gespielt. Ich arbeite mit, das wird so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Sonst halt das hier. Und das kostet 15 Steine, da brauchst du lieber ein Tors. All solche Argumentationen, das ist natürlich... Ist halt so. Wir machen. Quadratischer Turm kommt hier, der Rundturm kommt hier. Der quadratische Turm ist halt Schlangenniveau. Das liegt wegen den Leben. Und es können, glaube ich, nur 35 Truppen auf dem quadratischen rauf und 40 Truppen auf dem Rundturm. Normalerweise. Wenn man natürlich ein bisschen Tricks, kann man auch unendlich Truppen raufpacken. Klar, kennen wir alle. Aber, ne, so ungefähr. Auf beiden können natürlich eine Turmballiste oder ein Turmmange sein. Da ist natürlich der Rundturm besser. Liegt einfach daran, weil er mehr Leben hat. Jetzt gucke ich nochmal kurz, was ich hier ein bisschen umtauschen möchte. Also, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Reihenfolge. Ich fange jetzt erstmal an. Ich würde das Holzfäller hier zwischenpacken. Einfach war Holzfäller so gut wie alles enabled. Dann bin ich hiermit eigentlich ganz zufrieden. Ich finde hier, dass Feuer richtig stark ist. Also schon relativ weit vorne. Würde ich hier packen. Und Wasser auch. Dann habe ich die drei hier sozusagen zusammen, weil es einfach Spielmechaniken sind, die sozusagen direkt hinter den Ausbildungsgebäuden kommen. Das finde ich schon ganz okay. Dann würde ich sogar noch die Bierproduktion dahinter packen, weil es mit das stärkste Wirtschaftsgebäude ist, was es im Spiel gibt, weil es den größten Impact hat. Danach würde ich persönlich sogar die Apfelfarmen packen, wegen der Nahrung, einfach weil die einfach super, super schnell ist und gut. Und dann haben wir eigentlich, denke ich, das Tier soweit durch. Haben wir das Tier durch, jetzt gucke ich nochmal das andere durch. Die ersten drei gefallen mir schon mal ganz gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Waffengebäude oder die Brot davor packe. Beides hat seine Argumentation. Ich würde jetzt erstmal das Brot davor setzen. Das klingt ja beides ungefähr gleich. Man kann auch argumentieren, dass man das so macht, ne? Weil natürlich Lanzenträger oder Lanzen ganz gut produziert werden können und du kannst auch Schilde ganz gut verwenden und einfach Geld zu generieren. Das ist schon ganz nice. Ja komm, wir lachen es andersrum. So, das gefällt mir besser. Ich finde, Brot ist noch ein Stück wichtiger als die zwei Waffengebäude. Weil Brot einfach Nahrung liefert. Das ist schon da, denke ich, okay. Genau danach kommt, denke ich, auch Brunnen. Finde ich auch okay. Kann man, denke ich, auch ganz gut mitarbeiten. Und bei dem Verteidigungsgebäude kann man das, denke ich, so stehen. Das ist das Wichtigste. Dann kommt das Tor und dann kommt der kleine Turm hier. Ja, bei Brunnen, das brauchst du halt. Feuerverteidigung ist... Feuer ist halt einfach super stark. Das ist halt leider so. Dann sind wir mit dem Tier auch durch. Dann haben wir jetzt hier Schwein. Das ist dann hier die Angstfaktor schon super stark. Kann man ja auch ein Richard-Tier argumentieren. Ich fand es aber dann doch verhältnismäßig zu dem Gebäude etwas schwächer, weil es einfach so hohes Investment hat. Dann Ställe, das finde ich auch okay. Danach würde ich sogar tatsächlich die Getreidefarm packen, weil Getreidefarm einfach geil sind. Danach würde ich die Schmieden packen. Danach, weil es situativ ist, die Jägereien sind aber coole Jägereien. Und dann würde ich sogar die Mörderlöcher am hinten packen, weil ich würde lieber einen Turm bauen und ein Torhaus statt das hier. Das kann man auch hier argumentieren, aber dafür finde ich es irgendwie zu gut. Versteht ihr? Ja. Ja, dann kommen wir hierzu. Pech ist okay. Das denke ich ist auch okay. Ich würde vielleicht hier den Turm hier vorpacken, weil den würde ich eher bauen als die Sachen hier. Dann würde ich den Rest, denke ich, so lassen. Die Farm brauchst du, um das zu produzieren. Obwohl, ich würde das sogar noch davor setzen, weil das, da kannst du Hopfen kaufen, das ist die Farm nicht notwendig und da werde ich hier einen Angstfaktor reinpacken. Ja, und als Bauen ist natürlich Verteidigungsturm schon ganz nice. Ich würde Tunnelbauer-Gilde vorsetzen. Dorkage, also dann Kapelle, Dorkage, Hundekäfig, Pechgrube und den Verteidigungsturm. Ich bin nochmal drüber drauf, ob mir irgendwas nicht gefällt. Bei Richard-Tier bin ich nicht ganz so sicher. Ich glaube, den kann man, denke ich, so lassen. Ja, bei Brot, das kann man halt argumentieren. Kann auch argumentieren, dass das natürlich wichtiger ist, wegen Feuerverteidigung. Aber ich finde, das ist halt
Da finde ich die vier Gebäude wichtiger und davon finde ich auch Brot wichtiger. Nee, das passt schon so. Das finde ich okay. Das kann man, denke ich, so lassen. Und ja, das wäre dann mein fertiges Tier für die ganzen Gebäudelisten. Ich denke, da habt ihr eine ganz gute Übersicht bekommen. Ich denke, ich konnte ganz gut hoffentlich euch eine Meinung zu geben, damit ihr auch so ein bisschen Ahnung habt. Okay, so und so, das sind die Gebäudestärken. Und ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das anders seht und dann gerne mit Begründung. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Und ja, Link für den Tiermakers auch unten. Und auch UCP, alles unten verlinkt. Bis dann und ciao.